It is with great pleasure that I introduce a lance man for me. Lancelot. Lancelot. Ob wir sind beide irgendwie Europäer geworden, was sehr ungewöhnlich ist für England. A big hand please for Richard de Bastion. Yes. Tatsache, es gibt ja ganz wenig, aber wir gehören beide dazu, die einigermaßen Deutsch sprechen können. Ich kenne noch einige, die schon 40 Jahre sind, die sind aber es hat sich in der Zwischenzeit auch ein bisschen anders notwendig. Ich bin ja auch in der Vereinigten Land, diese schon seit 24 Jahren, und es ist ja immer noch sehr interessant, in den sogenannten neuen Bundesländern, da beherrschen die englische Sprache wird nicht so sehr häufig gesprochen, wie wir es sozusagen kennen. Aber ich habe mich ja für die Völkerbonn sehr interessiert, weil es wurde auch in Klammern gesetzt, Völkerbonn brackets English speaking. Und das konnte ich mir nicht nehmen. Also, weil ich ja schon kurz lange Aufenthalt in Deutschland immer noch meine Lieder in englische Sprache schreibe, dachte ich, ja, ich gucke. Also ich habe vergnügt, heute Abend zweimal zu spielen, zweimal drei. Das erste Lied erzählt, brauche ich vielleicht nicht zu übersetzen, ist called Love of All. Und eigentlich bedeutet das, dass man nicht erwarten kann, dass man von jeder geliebt werden kann. Reicht, eine reicht, wenn es der richtige ist. Thank you.
ignore you. There's no need to appease. Some respect you. They hold you in high degree. Some elect you. You're never gonna please everybody all the time. Everybody all the time. Everybody all the time. Everybody all the time. Now she loves to be watched, but she's afraid to be touched. Harmonie-Gesellschaft, die hat also die Chorus-Lieder.